Ja, hallo vom Zentrum für Yoga mit einem neuen Spruch des Tages. Der lautet: Suchet und ihr werdet finden. Ja, was werden wir finden? Keine Ahnung, was man findet. Suchen, wonach sucht man? Das sind die Fragen und die beantworten. Das ist eine schwierige Aufgabe. Denn wenn wir sagen, wir suchen nach dem Göttlichen, nach Frieden, nach Freiheit, was die meisten Menschen nicht wissen, aber unterbewusst suchen, suche nach Glück, guten Dingen, suchet und ihr werdet finden. Aber was sucht man? Man sucht etwas, was man sich vorstellt. Und hier sucht man gerne Dinge, die Sicherheit bieten. Und man malt sich ein Bild aus, ich brauche dies und das, das ist das Göttliche, dann ist alles gut, dann bin ich in der Liebe und so weiter. Und es ist ein Bild, was man konstruiert und nach diesem Bild sucht man. Wer suchet, der findet nicht. Wenn ihr natürlich nach einer bestimmten Schallplatte in einem bestimmten Jahr mit einem bestimmten Lied suche, dann kann ich es finden. Aber im spirituellen, seelisch-geistigen, esoterischen, feinstofflichen, da ist es eben nicht so. Wenn ich die Schallplatte suche, habe ich ein Bild. Genau das suche ich und das brauche ich. Und dann kann man das eingeben und suchen und fragen, hey, ich suche dies und das, diese Platte mit diesem Cover, mit diesen Rillen, mit diesem Song, mit diesem Interpreten, mit dies, das, jenes, welches. Dann gibt es Menschen, die haben da so ein Bild. Vielleicht kann man auch das Bild von der Platte verschicken. Und dann gibt es Daten dafür und dann kann man das finden. Oder eben auch nicht. Aber im seelisch-geistigen. Wir wissen ja gar nicht, nach was wir im Frieden suchen, nach welchem Bild wir suchen sollen. Wir suchen ein Bild, aber das ist ja aus dem Denken herausgemacht. Und da kann man, das kann man nicht finden. Denn jeder hat ein anderes Dharma, einen anderen göttlichen Plan, ein anderes Karma. Suchet und ihr werdet finden. Hier geht es eben nicht. Auch nach einem Guru, nach einem Lehrer, suchet und ihr werdet finden, das funktioniert nicht. Denn man weiß ja gar nicht, was man braucht. Man stellt sich dann einen Guru vor, den sucht man, der ist weiß gekleidet, hat vielleicht einen Turban oder keinen, hat lange, kurze Haare, schaut esoterisch aus, schaut spirituell aus, lebt in einem Ashram, hat einen Ashram, wie auch immer, man hat ein Bild. Aber wir wissen, die meisten wissen, die guten Lehrer kommen nur, wenn man sie nicht erwartet. Die Menschen, die einem was sagen, was einen weiter voranbringt, die kommen dann, wenn man nichts erwartet. Der richtige Partner, die richtige Partnerin kommt dann, wenn man nichts erwartet. Es ist immer so. Und je mehr man sucht, desto weniger wird man im spirituellen Bereich finden. Sondern das Wichtige ist, dass man sich bemüht, sich selbst entwickelt und dann kommt das Richtige. Also auf der feinstofflichen Ebene kann man das Richtige nicht suchen, weil man keinen Plan hat, was man suchen soll. Das Karma kennt man eben nicht. Das Dharma kennt man meist auch noch nicht, den Lebensweg, die Lebensaufgabe. Wonach wollen wir also suchen? Suchet und ihr werdet nicht finden. Suchet nicht und ihr werdet finden. Im seelisch-geistigen, feinstofflichen Bereich. Somit hört auf zu suchen, fangt an zu leben, genießt das, was da ist. Und das Einzige, was man tun kann, ich habe es auch in einigen Videos schon gesagt, könnt ihr euch auch passend dazu anschauen, einfach leben, man muss sich um sich selbst kümmern. Und der Rest kommt dann schon vom Universum. Suchet und ihr werdet finden. Ja.
oder eben auch nicht. Vielleicht habt ihr die Schallplatte schon gefunden, aber das andere kommt nicht so einfach. Somit vielen Dank und ihr könnt euch gerne dazu eben zu diesem Video passen, die Videos über die Vorstellungen anschauen, über die Bilder, die man in sich selbst kreiert. Und dann sage ich danke fürs Zuhören, Zuschauen, gerne bis zum nächsten Video und bis bald. Ciao, ciao!